So, nun sind die Inhalte drin und du hast sicher gemerkt, dass es mit 13 Zeilen nicht aufgeht, dieser Balken für die Mittagspause. Den haben wir noch nicht drin, den können wir aber problemlos nachträglich einfügen. Die eine Möglichkeit ist, dass du die entsprechende Zeile darunter auswählst und dann über diesen Befehl hier neue Zeile darüber einfügen oder natürlich auch mit einem Rechtsklick. Außerdem sind die Zeilen sehr nahe aufeinander und das wirkt sehr unübersichtlich. Wir wählen die ganze Tabelle aus und klicken hier, wir sind jetzt im Tabellenlayout, auf Eigenschaften. Hier wählen wir den Bereich Zeile und geben eine fixe Höhe von 0,7 cm an. Und du siehst, es wird doch schon wesentlich übersichtlicher. Was jetzt natürlich noch etwas stört, ist, dass die Inhalte so an der linken oberen Ecke kleben. Wir sind immer noch im Bereich Tabellenlayout. Und da haben wir die Möglichkeit für die Ausrichtung eben mittig und zentriert zu wählen. Und jetzt sieht es doch schon viel hübscher aus. In dieser Mittagspause ist in der Vorlage nur ein grauer Balken, der sich durch die ganze Woche hindurchzieht. Das heißt also, diese Linien, die die einzelnen Tage unterteilen, die müssen wir wegkriegen. Das machen wir über Tabelle und bei diesen Rahmen entfernen wir diese vertikale Linie und du siehst, es sind zwar immer noch einzelne Zellen, aber sie werden nicht mehr durch diese Linien unterteilt. Wenn wir gleich bei der Formatierung sind, können wir auch die Farbe gleich ändern. Über Schattierung wählen wir ein helles Grau. Vielleicht etwa so. In der obersten Zeile hingegen müssen wir den Titel reinschreiben und der sollte sich über mehrere Zellen hinwegziehen. Das können wir entweder mit einem Rechtsklick machen, wenn wir alle Zellen ausgewählt haben. Zellen verbinden und selbstverständlich gibt es auch da wieder ein Symbol, das man benutzen kann. Das wäre dann das hier. Können wir allerdings im Moment nicht, weil die Zellen ja schon verbunden sind, aber wir könnten sie wieder teilen. Eine Zeile lässt sich auch nachträglich noch schmaler machen, indem du den unteren Rand berührst mit der gedrückten Maustaste und nach oben ziehst, beziehungsweise in diesem Fall, wo wir ein bisschen eine größere Titelleiste brauchen, nach unten ziehst. Den Titel schreiben wir mit einer größeren Schrift. Und weiß. Hingegen ist der Hintergrund dieser Zeile wiederum hellgrau. Voilà. Die Schrift der einzelnen Fächer, die soll etwas größer sein. Ich wähle da 12 Punkt und Fett, damit man es besser lesen kann. Und eigentlich sind wir schon so weit. Die Tage können wir vielleicht wieder linksbündig und ebenfalls fett, aber etwas kleiner als die Fächer. So, und das ist schon unser Endprodukt.